jetzt mal wieder Leipzig, hier ist Stempel mit René.de. Heute möchte ich euch, wie schon vor längerer Zeit versprochen, eine Anleitung hier zeigen, wie ich diese Verpackungen gemacht habe. Ich habe nämlich vor etwa 4 Wochen bei McGuides diese Packungen mit diesen 4 stiefmütterschen Teelichtern entdeckt und ich dachte, die brauchen einfach eine tolle Verpackung, und weil ich dann also gerade einen Kreativmarkt in Chemnitz vorbereitet habe, habe ich also diese Verpackungen hier draus gemacht. Hier innen sind also in 3 verschiedenen Farben diese stiefmütterschen Teelichter drin. Das Ganze ist also hier mit so einer Banderole verschlossen. Ich habe hier also 2 verschiedene Varianten gemacht. Also einmal mit den Spruch, Frühlingsduft liegt in der Luft, frohe Ostern, also aus unserem Celebration Set kleiner Wunscherfüller. Da habe ich unsere Stanze Stiefmütterchen und die passenden Stempel dazu genommen, die es leider nicht mehr bei Stamping Up gibt. Und als zweites, was ich also auch ganz schön finde, ist also dieser Spruch zum Geburtstag, alles Glück der Welt, aus unserem Schmetterlingsglück, und die Schmetterlinge dazu, da sind also diese beiden Verpackungen daraus entstanden. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt kein Farbkarton in Limette mehr vorrätig, sonst hätte ich also auch noch in Limette gebastelt, weil wir ja diese 5 Farben hier in unserem Designerpapier Gartenglück drin haben. Und deswegen habe ich mir also Limette für das Video heute aufgehoben. Es hat also auch ein bisschen länger gedauert, bis dieses Video entstanden ist, aber ich habe ja bereits damals auf Facebook angekündigt, dass ich diese Verpackung mit meinen Workshop-Mädels machen werde. Und da der Workshop also erst heute war, gibt es auch erst heute dieses Video. Hängt ganz einfach damit zusammen, dass ich also wollte, dass meine Workshop-Teilnehmerinnen die ersten sind, die also diese Verpackung nachbasteln. An Material brauchen wir also relativ wenig. Wir brauchen also einen Bogen aus dem Farbkarton Gartenglück, 15,2 x 15,2 cm. Wir brauchen innen sozusagen für unser Blumenbeet einen Farbkarton. Ich habe, damit es sich farblich abhebt von der Limette, hier Olivgrün genommen, in dem Maß 8 x 18 cm. Und wir brauchen einen Bogen in Farbkarton in Limette. Den schneiden wir jetzt als erstes zu. Und zwar benötigen wir für unsere Verpackung ein Stück Farbkarton in der Größe 18 x 21 cm. 21 cm haben wir ja bereits hier. Also schneiden wir hier 18 cm ab. Das ist unser erster Teil. Und wir benötigen nachher für die Banderole noch ein Stückchen. Das ist also 21 mal 2 cm. Also die volle Breite schneiden wir hier also nochmal 2 cm ab. Das können wir erstmal zur Seite legen. Dieses Stückchen Farbkarton auch. Brauchen wir nachher noch ein bisschen was zum Mattung unserer einzelnen Etiketten und auch für unsere Schmetterlinge. Aber dazu können wir also durchaus auch Reste von Farbkarton nehmen. So, jetzt haben wir also einmal hier unsere Seite 18 cm und einmal unsere 21 cm. Auf der langen Seite bei 21 cm falten wir auf beiden Seiten bei 2,9 cm. Also ihr könnt das entweder so machen, dass ihr hier 2,9 macht, und falls dann noch einmal bei 18,1. Ich persönlich finde aber, es macht sich besser, wenn wir das also einfach mal rumdrehen und hier auch bei 2,9 cm falzen. Das sind also die beiden Falze, die wir hier auf unserer 21 cm Seite haben. Und auf der kurzen haben wir ebenfalls einmal bei 2,9, dann bei 8 cm bei 10,9 und bei 16, da kommen wir wieder hier in den Knick, damit ich das besser kann, das ist 18
Gehe ich also hier auf der Seite auf 2 cm und mache da meinen Falz. Jetzt habe ich das bereits hier alles gefalzt, kann das also erstmal mein Schneidebrett wieder zur Seite legen und wir tun es also diesen Karton nach dieser Anleitung, das mache ich mir immer so ein bisschen als Muster und werde das also nachher auch fotografieren, um euch das alles auf meinem Blog zu zeigen. Hier sehen wir also, was weggeschnitten wird. Das schmale von die 2 cm ist also nachher hier von die Lasche, die hier übersteht. Wir schneiden also zuerst hier auf dieser Seite sozusagen den Deckel und von die Lasche raus. Also hier haargenau auf der Falzlinie lang schneiden. So. Das weg. Und hier auf der Seite ebenfalls das. So, jetzt schneiden wir einfach hier ganz kurz, ganz leicht einen Klebefalz ab. Die untere Seite lasse ich immer ganz gerne gerade. Also manche schneiden hier auf beides Klebefalze rein. Ich lasse das immer ganz gerne gerade, dass das unten abschließt. Aber das ist, muss also jeder für sich entscheiden. Ich zeige es so, wie ich es mache. Und da gibt es also den Klebefalz sozusagen nur an der Seite, was dann oben ist. Und unten lasse ich das gerade. Dann lässt sich das meiner Meinung nach auch besser zusammenkleben. So, damit haben wir alles geschnitten, was hier zu schneiden war. Und jetzt können wir im Prinzip schon unseren Karton, in den nachher unsere Sachen reinkommt, zusammenfalzen. Als vorher tue ich allerdings vorn an unserer Lasche noch ganz kurz die Ecken abschneiden. So, das ist also die Grundform unseres Kartons. Und da es sich natürlich in dieser Form besser macht, jetzt das Designerpapier aufzukleben, schneiden wir als nächstes unser Designerpapier zurecht. Ich packe das also mal ganz kurz zur Seite und wir kommen zu unserem Designerpapier. So, bei unserem Designerpapier brauchen wir mehrere Stücke und ich empfehle euch es wirklich auch in der Reihenfolge zu schneiden, wie ich sie euch ansage, hängt uns ganz einfach damit zusammen, dass wir das größte Stück als letztes schneiden, weil wir dann nachher hier zum Anlegen besseren Halt haben, weil es also nicht sehr viel von dem Designerpapier übrig bleibt. Das Stück ist also 15,2 x 15,2 cm und wir benötigen davon 14,8. Das heißt, wir schneiden also einmal 0,4 weg. So, das ist also der eine von den Streifen, die übrig bleibt. So, jetzt benötigen wir einmal vorn für die Lasche 1,7 x 14,8. Das ist das erste Stück. Jetzt schneide ich 3 x 2,5 cm ab. In dieser Größe brauchen wir eigentlich nur 2, aber ich werde euch zeigen, warum ich das so mache. 2 und das dritte. So, und jetzt brauchen wir noch einmal 4,7 cm und jetzt seht ihr, warum ich das so gelassen habe. Weil ich das hier besser anlegen kann, als wenn ich hier nur ein schmales Stück noch hätte und dann daraus hier 2,5 cm oder so abschneiden müsste. So, das ist also mein größtes Stück und diese beiden Stücken bleiben also übrig. Und es bleibt von den einen 2,5 cm noch übrig, denn daraus schneiden wir noch 2 Stücke in der Breite 2,5, die haben wir bereits. Und
in der Länge 4,7 cm. Das ist also für unsere Seiten. Und dann bleibt also dieses kleine Stück auch noch übrig. Das sind also die drei Stückchen, die jetzt von einem Blatt Designerpapier übrig bleiben für unsere Verpackung hier. So, dann kommen wir zum Aufkleben. Hier kommen also die kleinen Teile drauf. Hier und hier kommen diese drauf. Das wird sozusagen der Deckel und das hier von die Lasche. Bevor ich das jetzt aufklebe, ziehe ich hier noch ganz schnell die Klebefalzer, die Falzlinien nach. Dann klebe ich auf und dann kleben wir unsere Verpackung hier zusammen. So, vorn für unser Schmeißes, da wir ja hier die Ecken abgerundet haben, müssen wir das natürlich hier auch machen. Einmal. Zweimal. Wir haben hier natürlich immer die Möglichkeit, entweder die kleinen Karos oder die großen Karos nach außen zu machen. Aber irgendwie, ich habe es also auch mit den großen probiert und habe dann aber für diese Verpackung hier die kleinen Karos favorisiert. Gefällt mir persönlich einfach besser als mit diesen großen Karos. Aber das ist natürlich jedem selber überlassen. Könnt es also auch mit anderen Designerpapier machen. Und auf meinem Blog werde ich also auch nachher noch eine dieser Verpackungen zeigen mit Designerpapier, was in meiner aktuellen Bastelaktion verwendet ist, damit also die Teilnehmer also auch noch eine Anregung haben, zum Beispiel diese Verpackung hier nachzubasteln und dafür das Designerpapier zu verwenden, was ihr also in der Bastelaktion bekommen haben. Und jetzt kann ich meinen Grundkarton zusammenkleben. Einfach hier auf diese Laschen Leim drauf. Immer ganz gut, erst die eine, dann die andere Seite zu kleben. So, und dadurch, dass ich das unten gerade gelassen habe und nicht abgeschrägt, kann ich das nämlich hier viel besser hinstellen und kriege das also auch gerade zusammen, als wenn ich unten die Seiten abgeschrägt habe. Aber wie gesagt, das ist jedem selber überlassen, wie er das macht. Ich lasse sie also ganz gerne gerade und dann schließen die unten ab und meine Verpackung ist auch gleich beim ersten Kleben relativ gerade. So, damit habe ich schon mal meine Außenverpackung fertig. Ich lege die jetzt zur Seite und jetzt kommen wir sozusagen zu dem Blumenbeet, in was wir nachher unsere Kerzen, stiefmütterlichen Kerzen reinsetzen. Und hierzu müssen wir also hier an gewissen Stellen drei Löcher stanzen, wo die also hineinkommen. Problem an der ganzen Sache ist, bin ich also ganz ehrlich, dass ich heute also in dem Video mal anderes Bastelmaterial einsetzen muss als das von Stamping Up.
hängt ganz einfach damit zusammen, dass bei unseren Tinlitz-Lagenweise Kreise kein Kreis dabei ist, in den also diese Teelichter richtig gut reinpassen. Die sind also entweder zu klein oder zu groß. Ich habe sie alle durchprobiert, es funktioniert nicht. Ich habe hier aus meinen älteren Bastelmaterialien diese kleinen Frames von Nelly Snellen. Und hier ist der von unten her gesehen 246. Hat also die perfekte Größe. Hier passt also perfekt im Endeffekt mein kleines Teelicht rein. Und ich muss mir natürlich jetzt ausmessen, wo ich das genau brauche. Keine Sorge, ihr könnt hier drauf malen, weil das wird nachher die Unterseite. Also zunächst mache ich mir einen Strich hier genau in der Mitte. Bei 8 cm ist er also bei 4 cm. Mache ich mir also hier einen Querstrich. So, und dann jeweils von der Seite 4 cm, sozusagen für die erste Kerze. Das ist also dann sozusagen bei 4 und bei 14 und einmal genau in der Mitte, also bei 9 cm. Ich ziehe mir die Linien immer noch genau gerade durch, damit es also im Endeffekt nachher wie so ein Fadenkreuz aussieht, wo ich dass ich genau in der Mitte von meinem Fremdes habe. Zack. Und zack, das lässt sich also, wenn die Linien ein bisschen länger sind, wirklich besser ausrichten. So, und jetzt gehe ich also an die Big Shot. Ihr seht mich erst danach wieder. Lege das so auf, gucke also, dass ich sozusagen dieses Fadenkreuz genau in der Mitte habe und stanze das so aus. Bis gleich, sobald ich das ausgestanzt habe, bin ich also wieder da. So, ich bin zurück, das ist ausgestanzt und jetzt drehe ich also die ganze Sache um. Das wird also sozusagen. Dieser Teil ist nachher nicht mehr zu sehen. Jetzt falze ich dieses kleine Stück auf jeder Seite bei 1,5 cm. Einmal, zweimal. Dreimal. Und das vierte Mal bei 1,5 cm. Also jetzt hier rundherum, schneide jetzt hier die Seiten ein als Klebefalz. So, klebe das hier kurz zusammen. Ihr könnt es auch einfach machen. Ihr könnt auch einfach die Laschen wegschneiden und das Ganze einfach nur so reinsetzen. Das funktioniert also auch, hält also auch. Es soll ja auch nur innen drin unsere Kerzen in der Position halten, hat also nichts auszuhalten, liegt unten auf. Also man kann das kleben, braucht es aber nicht. Ich mache es jetzt hier für das Video. Also einmal die eine Seite. Und die andere Seite. So, und das ist also unsere Halterung für unsere kleinen Kerzen. Ihr seht, die passen perfekt rein.
Ich fülle die jetzt also mal. So, das ist die Halterung. Jetzt nehmen wir schon mal wieder unsere Schachtel. Jetzt können wir das hier schon reinsetzen. Ihr seht also, es hat die perfekte Größe, passt also genau in unsere Schachtel unten rein. Und jetzt brauchen wir nur noch unsere Bandrolle zu machen. So, für die Bandrolle haben wir ja unser Stückchen Farbkarton, 21 x 2 cm. Das falzen wir einmal bei 5,1. Schau mal, dass ich ins Bild komme. Dann bei 8,1. Bei 13,3. Und bei 16,3 cm. 16,3 cm ist genau der Rand hier von eurem Papierschneider. So. Das habe ich geschnitten. Und ihr seht, das passt haargenau hier rum. Man kann es ein Stückchen kürzer machen und oben dann unter dem Etikett zusammenkleben. Ich habe es also so gemacht, dass es auf der Unterseite zusammengeklebt wird und im Endeffekt das Stückchen Farbkarton hier genau an diesen hinteren Rand abschließt. Das ist also schon mal meine Banderole. Die kann ich also auch hier schon drüber machen, dass sie schön fest wird. Und jetzt komme ich also nur noch zum Ausdekorieren. Meinen Gruß habe ich schon im Vorfeld gestempelt. Ich nehme also heute alles zum Geburtstag, alles Glück der Welt, mache ich nachher also hier drauf. Ich habe also auch schon den Kreis gestempelt und mattiert, hier, der hier auf meine Banderole kommt, wo dann also meine Schmetterlinge drauf kommen. Den kann ich also bereits befestigen und also auch schon meinen Gruß, weil die Schmetterlinge mache ich nachher ganz zum Schluss oben drauf mit Glue-Dots. So, also einmal hier mittig den Hintergrund für meine Schmetterlinge und einmal mit Dimensionals meinen Spruch. So, meinen Spruch mache ich mit, ganz einfach mit zwei Dimensionals fest. Hier habe ich mal den Untergrund mit rausgeholt. So. Den kann ich also schon platzieren. Habe ich also ein bisschen hier. So. Und jetzt kommen wir zu den Schmetterlingen. So, jetzt kommen wir zu unseren Schmetterlingen. Ich mache die gerne etwas dreidimensional, indem ich in der gleichen Farbe nochmal die Schmetterlinge unten drunter setze. Gestempelt habe ich sie also schon in Limette und werde sie also in Limette auch noch unten drunter mattieren. So, als erstes nehme ich meine gestempelten, ausrichten und durchdrücken. So, das ist einmal und dann nehme ich also noch ein Stückchen Farbkarton in Limette. Stanze mir hier beide Schmetterlinge noch einmal aus. Nehme meine oberen,
ziehe die kurz übers Falzbein, damit das also etwas dreidimensional wird. Und jetzt nehme ich für die Schmetterlinge die Glue Dots. Also nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr das hier seht. Da drin sind also ganz normal unsere Mini-Glue Dots. Ich habe mir nur in einer Sammelbestellung dann mal diesen Glue Dots Spender geholt. Da passen also die Rollen genau rein. So. Das macht sich irgendwie, also für mich persönlich, ich mache das lieber auf diese Art, als wenn ich das immer von der Rolle runterhole. So, das ist der erste. Und das ist der zweite. Ihr seht, dann habe ich also diese. Und die platziere ich dann in der Mitte auf meinem weißen Untergrund. Als erstes den großen. Und weiter oben. Dann den kleinen. So, das Ganze verziere ich jetzt noch mit unseren selbstklebenden Pailletten. Natürlich in dem Fall hier mit Limette. Ich also hier noch ein kleines Blümchen drauf und jeweils eine Runde noch in Paillette, noch in meine Schmetterlinge in die Mitte. So, und da ist sie, also meine Verpackung für die kleinen Kerzen. Ich zeige euch noch mal alle 5 Stück zusammen. So sehen sie also aus. Haben wir also mal alle 5 Farben aus unserem, mit unserem Designer-Papiergartenglück vertreten. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße aus Leipzig, eure Nee.